Einen wunderschönen guten Tag. Heute möchte ich euch Chromixium vorstellen. Ihr kennt vielleicht die Chromebooks von Google, wo ein kleines Betriebssystem auf Linux-Basis drauf installiert ist, wo direkt Google Chrome mitläuft. Ja, hier haben wir Chromixium OS. Das ist quasi ein Nachbau dessen auf Ubuntu 14.04.02 LTS mit dem OpenBox Desktop und anstatt Google Chrome Chromium, die Open Source Variante. Ja, es hat auch gewisse Ähnlichkeiten. Wir sehen hier unten unsere Leiste mit unseren Verknüpfung für Online-Anwendung bzw. normale Anwendung und hier auch offene Anwendung, wie wir hier sehen. Das ist OpenBox 3.5.2. Ist also auch recht aktuell. Ja, ich habe hier schon ein anderes Hintergrundbild genommen, weil mir das persönlich besser gefällt. Wir haben hier eine kleine Leiste, das ist der App Launcher. Ja, will er wohl nicht so richtig. So, da haben wir ihn. Hier können wir auch noch in die Einstellungen gehen. Wir können auch direkt suchen. Was suche ich denn mal? Dateien. Ja, wir sehen, dass wir hier nicht direkt die Anwendung finden, sondern nur Online-Ergebnisse und alles, was mit dem Browser zu tun hat, so direkt. Quasi YouTube. Wenn wir hier YouTube öffnen, kommen wir direkt in unser YouTube. Was sich aber an sich ein bisschen von der unteren YouTube-Variante entscheidet, denn wenn wir das von hier öffnen, bekommen wir einfach nur ein Fenster mit YouTube, also nicht den gesamten Webbrowser. Obwohl das dahinter natürlich auch der Webbrowser ist. Ja, wir haben hier auch Dateien. Das ist ein normaler Dateimanager, kennen wir ja von Ubuntu her. Ansonsten sind wir hier mit ganz vielen Online-Anwendungen verknüpft, wie Google Drive, Gmail und der normale Google Chrome Webbrowser. Kennen wir ja auch. Und sonst, wie wir hier sehen, finden wir auch ganz normal unsere Online-Suchergebnisse. Mit Google Suche, wenn wir also was eingeben, suchen wir das direkt mit Google und dem Chromium Webbrowser. Ja, wir können natürlich auch Erweiterungen für unser Webbrowser daraus suchen. Und an sich ist das auch eine nette Idee, nur finde ich es schade, dass die normalen Anwendungen nicht direkt damit aufgelistet werden. Anwendungen finden wir unter Rechtsklick, unter Applikations, in unserem Nebenkontextmenü quasi. Ist alles nach Kategorien unterteilt, wie wir es kennen. Kommt einfach mit einem Bildbetrachter, Simple Scan. BitTorrent Client. Wir können uns auch anmelden zu Chromium. Wir können uns auch mit dem Google-Account anmelden oder unsere Ubuntu-Apps durchsuchen. Das ist quasi ein Link auf einer Website. Wir haben Brasero damit dabei. Ist ganz nett, aber nicht so gut wie andere Brennprogramme, würde ich mal sagen. Wir können auch unsere zurückgehaltenen Extras dazu installieren. Alles, was so ein bisschen rechtlich unfrei ist, können wir so nachinstallieren. Und dann haben wir noch unseren Parole-Medienspieler, damit können wir Medien abspielen, unseren Lautstärkeregler und auch noch YouTube, was, naja, habt ihr ja schon gesehen. Ja, wir können unser System backuppen, wir können Drucker einstellen, Netzwerke können wir einstellen, wir haben hier GDebi, das ist gut, wenn man sich ein .deb-Installationspaket heruntergeladen hat, dann kann man das so installieren. Man braucht es denn nicht übers Terminal zu installieren. Gparted für die Festplatte und das Root-Terminal direkt als Terminal, wo man direkt als Root angemeldet ist. Als Paketmanager haben wir Synaptic. Synaptic ist ganz nett, aber meiner Meinung nach nicht ganz so anfängerfreundlicher. Wir haben noch unsere Systeminformationen, die hatte ich ja vorhin schon auf, und einen Taskmanager. Ja, Zubehör, da haben wir einen Bildbetrachter, ein Bildschirmfoto, Catfish-Dateisuche, um Dateien zu finden. Dateien hatte ich ja schon gezeigt. Ein Onscreen-Keyboard, was ganz gut für Touchscreens ist. Ein ZIP-Programm, um Dateien zu komprimieren. Taschenrechner, Terminal, Texteditor und eine Zeichentabelle. Ja, wir können uns auch anmelden in Chromium. Da klicken wir einmal hier rauf. Werden wir direkt angemeldet in Chromium. So. Damit können wir uns dann auch quasi unser System quasi direkt mit unserem Google-Konto verknüpfen. Was von Vorteilen sein kann, wenn man zum Beispiel direkt mit YouTube, Gmail und sowas in Kontakt stehen möchte. Also es wäre nicht viel von dem System erwartet, sondern nur zum bisschen im Internet surfen ist mit dem System schon ganz richtig aufgehoben. Da das System recht klein und schwächlich ist, gibt es da nicht viel zu sagen. Es ist jetzt nicht das größte System, um meinetwegen starke Bildbearbeitung und sowas auszuführen. Das ist eher für kleine Laptops geeignet, würde ich sagen, mit dem man dann auch ganz mobil surfen kann. Man kann es sich natürlich auch auf einem normalen Rechner installieren, da spricht auch nichts gegen. Aber meiner Meinung nach ist das hervorragend für jemand, der kein Chromebook hat, aber gerne eins haben möchte und dafür vielleicht einen ausgedienten Laptop nehmen möchte. Ja, da gibt es auch ehrlich gesagt nicht mehr viel zu sagen.
Der einzige Makel hier dran ist meiner Meinung nach dieses Menü hier, dass man die Anwendung nicht finden kann. Man findet nur so Online-Verknüpfungsanwendungen. Chromium haben wir hier als normalen Webbrowser in der Version 41, ja. Ja. Wir können uns unseren Rechner auch neu starten und ausmachen, wie bei jedem anderen System, kennen wir ja auch. Lautstärkeregler haben wir hier auch und Uhr. Ja. Wir haben hier auch ein Control Panel, mit dem wir so die üblichen Einstellungen vornehmen können. Flash Player ist mit installiert, damit wir auch YouTube gucken können. Und ja. Sonst gibt es ja nicht viel zu sagen. Wir haben noch das Dock, das können wir einstellen. Können auch Software hinzufügen. Das müssen dann sofort Synaptik aufrufen. Ja, Synaptik. Hier haben wir einen kleinen Schönheitsfehler. Man sieht noch quasi das Ubuntu darunter. Ja. Wir haben noch mehrere Hintergrundbilder. Können wir auch alle je nach Belieben ändern. Ist kein großartig grafisches Spielchen dahinter, aber es reicht auf jeden Fall. Für kleine, schwache Rechner ist das wohl das Ideale, wenn man einfach nur mal E-Mails gucken möchte, YouTube ein bisschen und auch mal ein bisschen im Internet surfen. Denn ist das wohl das idealste System, was es dafür gibt. Das ist echt klein gehalten. Braucht auch nicht viel Platz. Der Installer ist recht einfach gehalten. Der funktioniert auch fast ganz automatisch. Und ich würde sagen, mehr gibt es auch nichts zu sagen über dieses kleine System. Ist ja jetzt nicht besonders umfangreich. Ja, wie gesagt, das Anwendungsmenü könnte noch ein bisschen verbessert werden. Aber sonst finde ich das wunderschön. Oh, tschüss, bis zum nächsten Mal, ne?